Moin moin, und das Chatfenster zeigt, es geht weiter. Mein Name ist Heinrich der Löwe oder General Heinrich. Wir spielen Ultimate General Civil War. Wir kämpfen auf Malvern Hill. Müssen hier den nördlichen Punkt einnehmen. Haben gerade Verstärkung gekriegt. Da fehlen mir aber noch die Kanönchen. Und das Problem sind die Kanönchen hier unten. Die gehen mir jetzt schon auf die Eier. Ja, weiter geht's. Vorne. Warum? Attacke! Soll schießen, nicht vorlaufen. Kurz pausieren. Jetzt kommt ja doch jede Menge. Was da kommt, brauchen wir auch. Hey, pound, 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 pound. Bleib mal schön hier. Langsam brauchen wir die Leute hier an der Front, damit wir die hier unter Feuer kriegen. Die gehen noch tierisch auf die Nüsse. Das sind ganz viele Kanonen, die müssen weg. So, die laufen. Weiter. War zu Flank 4, das ist gar nicht gut. Und Camper kriegt gerade dicke auf die Nase. Henderson braucht man jetzt. Hoffentlich kriegt er keine Kanonen ab. Pound, du kannst gerne bitte darauf schießen. Eine Salve und dann haust du wieder ab. Wir gehen aber weiter zurück.
Fuck, 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 fuck. Sehe ich jetzt erst. Und da irgendwie nicht über den Fluss. So, ich stelle dann trotzdem mal einen Wald ab, weil ich da meine Kanone hinstellen will. Und Anderson bleibt da auch. Jackson kann dann auch rüber. Pound, das gibt's nicht. Lass mal meinen Pound in Ruhe. Ich glaube, es hackt's. Klatscht gleich, aber kein Beifall in diese Sachen. So. Jetzt gibt's hier Kanonen gegen Kanonen-Erotik, würde ich mal behaupten. Halt. So, neue Männer braucht das Land. Attacke. Wir kämpfen da. Frische neue Truppen. Sie sterben sehen. Kanonen geben wir da hinten auf die Nüsse. So, die laufen. Das gefällt mir. Langsam keinen Durchblick mehr, wo noch Einheiten sind.
cover it. Nee, wo kommt nicht rechtzeitig? Da bin ich dran. Okay, die laufen. Wieder zurück. Feuer. Sichern Sie Melvin Hill vor dem Einbruch der Nacht. Okay. Die Yankees konnten kein besseres Gelände zur Verteidigung finden. Oh Gott. Hinten. Unser Hauptziel bleibt bestehen. Wir müssen Melvin Hill bis Einbruch der Nacht einnehmen. Oder heute ist eine Niederlage hinzunehmen. Ach, eine Niederlage will ich nicht. Oh, warte mal. Wir machen gerade Gegenangriff, ne? Halt. Na, also ihr hier dürft alle mal darauf schießen. Und ich hoffe da, ja. Morris wurde von uns verwundet. Ah, da hinten. Könnte man die Linie zumachen. Wer ist damit? Zu lange offen gelassen. Hector, komm mal rüber. Oh, die ziehen sich zurück. Ziel erreicht, kommt da mal weg. Ich habe keinen Bock hier außen rum zu gehen. Weiter. Nachrücken. Wir brauchen Munition. Warum läuft hier schon wieder einer? Hey, Ruck, Papa, der Anderson! Bist du des Wahnsinns? Ah, Anderson läuft auf. Sollte mal aufhören, direkt die Einheiten drauf zu klicken. Könnte ich hier mal eine Kavallerie gebrauchen. Leute gegen uns.
da läuft gerade so einiges. Verliere langsam den Durchblick. So viele Einheiten, ich komme ja gar nicht hinterher. Okay, zurück. Da sind noch Kanonen. Machen wir hier mal schöne Skalpellschnitte auf diesem Schlachtfeld. Das ist doof. Jetzt laufen die scheißen Kanonen da hinten. Wo ist Grimes? Das muss doch mal hier fallen, Mensch. Kanonen nachrücken. Ich bin gerade mittendrin irgendwie so im Kopf. Also man muss ja echt aufpassen. Jetzt bringt nämlich hier die ganze Flanke, fängt an durch die Kanonen wegzubröckeln. Das heißt, ich muss sie aufmachen oder zumachen weiter. Ich versuche jetzt mit Grimes die Kanonen wegzuholen. Jetzt kann ich schon wieder die Kanonen nachziehen. Kanonen bleiben gerade in dauerhafter Bewegung. Da wünsche ich mir fast ein Leo 2. So, Anderson, Alter. Komm, du bleibst einfach zurück. Schützen. Ich hoffe, hier sind keine Einheiten, dass wir uns die Kanonen gleich von der Seite holen können. Einheiten. Ich
ganzen Tag verschwenden. Wir wollen sie zurückdrängen, verdammt. Oh, das klappt sogar. Aber der hat seine Kavallerie auch da. Verdammt. Das klappt doch nicht, wie ich mir dachte. Zurück. Mir gerade scheißegal. Ja, Katze, wir kämpfen gerade, siehst du, ne? Ja, ich weiß. Ich hab keine Ahnung, was sie erzählt hat, die Sache, aber ich weiß, was sie sagt. Ich verstehe. Ich fütter dich gleich. Du kriegst gleich Futter. Jawohl. Alles geht gleich los. Wir wollen zurück zu meinem Hügel. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Weiter, ihr dürft marschieren, 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 marschieren. Auf die Kavallerie. Ja, ich kümmere mich gleich um dich. Du bist gleich mein primäres Ziel.
Wir nehmen einen Hügel. Zieht euch von meinem Hügel, ey. So, zurückziehen, hinterherlaufen bringt nichts. Laufen hier, Mensch. Verjagt sie hier, Angriff. Da rennen sie meistens gut zurück. Zwar ja den Punkt einnehmen. So. Punkt eingenommen. Nee, doch noch nicht ganz. So, kämpft. Was? Wir haben sie besiegt. Haben wir noch irgendeine Karte? Jackson. Nee, das ist nicht mein Dein. Der, bis der da ist, Weihnachten. Wir sind Supply-Waren. Können die eigentlich recht platt machen? Oder? Los! Aber das machen wir auch, komm. So, wo ist die Kavallerie? Nicht nur so. Hier, Supply, wo denn Supply? Marschiert, marschiert, bis euch die Füße bluten. Und weiter zurückdrängen. Ihr müsst euren Arsch schon bewegen.
Die haben das Butterfeld eigentlich. Ist doch schön. Nächsten. Attacke. Ey, da holt man zum Blei wieder. So ein Sack. Kann ich die Kamera drehen? Ja, komm, dann verliert jetzt Grimes Leute. Das ist mir jetzt aber käsegal. Müssen wir jetzt laufen. Los, los, los. So, der Rest darf abhauen. Oder sterben. Wie ihr wollt. Alle killen. Die hauen da irgendwie nicht ab. Ich glaube, ach, die haben wir auch noch übernommen. Ey, das war ein super Sieg. Hatten auch wieder mehr Truppen aufgestellt. Also, ich weiß nicht, was jetzt dahinter, was die KI. Ja, gut, wir waren jetzt wieder im Vorteil, glaube ich auch. Wahrscheinlich auch historisch gesehen. So, aber haben 7000 verloren. 7000 Mann. Und wir haben wirklich diesmal, ich glaube, das ist das allererste Mal, na gut, mit den 2000 Vermissten. Also kann es schon sein, wir haben ihre Armee komplett zerstört. Also komplett. Ich meine, ich hätte jetzt am Ende nicht so meine Einheiten. Vielleicht hätte ich nur mal ein paar hundert nicht so geopfert. Vielleicht hätten wir da noch einfach mehr Überlebende gehabt. Aber ich habe jetzt, wie man das mal früher so sagte, den totalen Sieg, ne? Alles erfüllt. Super. Alles steigt auf. Hammer. 2000 Supplies. Da auch nochmal. Uiuiuiui. Das ist ja wie Weihnachten. Ach. So. Aber trotzdem, 2000 Gefangene gibt nur 1000 maximal Rekruten. Das haben sie gedeckelt. So. Sind das 215.000 Dollar oder verzähle ich mich gerade? Oh, das sind 215.000 Dollar. Alter, geil. Ruf, wieder zwei Karrierepunkte. Ja, die Runde. Na ja, gut. Unser Chef der ersten Division. Verwundet oder nur tot? Könnte vielleicht mal wieder kommen. Der war, ich weiß es gerade nicht mehr. Ja, aber die Armee nimmt ganz schön an Form an. Okay, Hazen ist auch verwundet. Einer oder er. Einer von den beiden ist hin. Ach, Jackson war es, ne? Oh, oh, oh. Hab ich hier was mit Hazen oder sowas? Nö, steht da irgendwie nicht drin. Sind die beide wirklich gestorben? Hm. Wer weiß, das klärt sich ja noch. Ja. Ich würde sagen, es war eine erfolgreiche Schlacht. Ich habe sogar dran gedacht, ich versuche es mir wirklich händeringend, die Kavallerie, sage ich,
die Kanonen immer nachzurücken. Das hat jetzt gut funktioniert und finde ich zumindest, wenn ich jetzt so zurückblicke. Am Ende habe ich es nicht mehr gemacht, weil die sind einfach größtenteils gelaufen. Und bis ich die Kanonen verschoben habe, haben sich ja schon wieder die Leute zurückgezogen. Und mit den Kanonen kam ich gar nicht hinterher. Ja, war eine coole Schlacht. Und lass uns nochmal kurz gucken, was wir denn als nächstes haben. Ja, die Nachrichten. Gefährlich. 9. August. 28. 27. Also wird als nächstes dieser Shadow Mountain kommen. Danach kommt... Gott, ich kann diese ganzen Namen irgendwie nicht. Mein Englisch ist nicht so gut. Menaces Lager. Und dann... Ach, die zweite Schlacht um den Bolwang. Okay. Das ist der Plan für die nächsten Folgen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Kommentar da, ein Like, ein Abo. Und ja, wenn ihr Doku-Tipps habt, ab in die Kommentare. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ne?